Hallöchen Leute und frohe Weihnachten! Herzlich willkommen zurück zum Trash Play. Heute deiner speziellen Weihnachtsplaylist. Guck mal, zu Weihnachten gleich mal ein paar Besucher hier. Na, was geht denn? Wieso leckt das? Ich weiß nicht. Hab auf jeden Fall eine spezielle. Ey! Das sind aber keine Geschenke! Hey! Ja. Frohe Weihnachten, du Arschloch. Ja! Jetzt stalken sie mich sogar noch! Ich wollte dir gerade noch was erzählen, und zwar das Lied, was ihr gerade hört, habe ich von Newgrounds, von. Ich glaube, der hieß Dark Warrior oder irgend so ein Shit. Dark Warrior 300, glaube ich, hieß er. Auf jeden Fall, die weiteren Lieder, die ihr in dieser Playlist hören werdet, sind alles Jazz-Cover gemacht von, wie hieß er noch gleich? Insane in the Rain Music. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, Weihnachtsdesign hier. Hat sich nicht noch mehr Fleisch? Nein, nicht? Oder war das nur oben im Ofen, oder? Ich hatte doch noch mehr Fleisch, hey. Das kann doch nicht jetzt euer Ernst sein. So zu Ende gehen. Naja, ansonsten werde ich heute nur eine halbe Stunde Folge machen, weil ich nicht mehr Zeit habe. Die Folge soll ja heute noch kommen, ne? Aber ich dachte mal so ein bisschen hier mal wieder in die Welt des Trashplays eintauchen. Ich weiß nun übrigens, woran es liegt mit meinem Mikrofon. Ganz simpel, mein Verteiler ist scheiße. Ja, also. Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Cover. Oh, Tannenbaum. Sehr schön. Sind auch die einzigen beiden Weihnachtslieder, die ich habe. Ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Das war jetzt relativ spontan alles hier. So. Ich fuhr mir immer ein wenig Hammelfleisch. Oh ja, ja, ja. Ja, leckeres Hammelfleisch. Du auch. Nice. Das gehe ich jetzt kurz braten. Und dann werde ich mich in die Richtung begeben, in die ich mich gerade eben schon begeben habe. Und noch ein wenig Schnee suchen. Für die Winterfolge. Ach ja, ich habe ja schon meine Weihnachtsankündigung gemacht. Die habe ich mit meinem alten Laptop aufgenommen. Weil das Problem ist ja hier an dem neuen, wer vielleicht Tales from the Borderlands gesehen hat, der weiß, dass bei dem neuen Laptop ist halt nur so ein Stecker für Mikro und Lautsprecher. Aber ich hab noch sowas mit Grün- und Rotkabel. Ich dachte gerade, dass das Schlagzeug, was da im Hintergrund losgeht, wären Schritte von irgendwelchen bösen Buben, die mich hier schon wieder abwerfen wollen. Nein, auf jeden Fall, die bösen Buben sind verschwunden. Ja, geht nur! Ich brauche euch nicht zu Weihnachten. Ne, was wollte ich sagen? Achso, naja, brauche ich deswegen einen Verteiler. Und ja, deswegen habe ich es dann noch mit dem alten Laptop aufgenommen, weil dann brauche ich den Verteiler nicht. Wunderbar. Joa. Ansonsten, ich bin immer noch nicht in Weihnachtsstimmung. Na gut, doch mittlerweile ein bisschen, seitdem ich die Ansage aufgenommen habe. Jetzt gerate ich auch ein wenig durch diesen Weihnachtsjazz in Weihnachtsstimmung. Aber grundlegend bin ich so null in Weihnachtsstimmung, keine Ahnung. Ich weiß übrigens, dass die Playlist vorbei ist, wenn das Lied vom Anfang nochmal kommt. Da fällt mir ein, ich hätte das gar nicht nochmal ein zweites Mal in die Playlist setzen müssen, sondern es wäre sowieso wieder an den Anfang gesprungen. Ich bin ein.
So. Naja, da ist Schnee, zu dem will ich hin. Wisst, ihr kennt ja das Motto, rein! So, vielleicht kann ich auch von diesem Berg aus ein paar Dinge sehen, so bezüglich Schnee und so ein Shit. Dup, dup, dup. So läuft das. Habe ich noch Dreck? Na klar, ich habe ja Dreck abgebaut. Dupp. Geh weg. Geh weg. Du Dreck. Weg mit dem Dreck. Ist echt Keden? Schneebiom, wa? Na, guck mal, hier ist doch ein tolles. Hätten wir ein bisschen Holz mitnehmen können. Ein tolles Gipfelchen. Und hätte hier oben so eine kleine Weihnachtshütte bauen können. Hui. Der Jazz ist halt auch richtig sexuell, das ist halt so. Dann baue ich hier oben halt eine kleine Steinhütte mit einem Kamin. So ganz weihnachtlich. Ich habe ja keinen Sand, wa? Sonst hätte ich mir jetzt Glas noch gemacht und dann so ein krasses Panoramafenster. So. Hier oben wird es errichtet. Obwohl, da ist so ein geiler Dings da. So da ran an der Ecke, aber nee, ach komm, ich mach's jetzt hier oben. Wird jetzt ganz experimentell. Ich habe nichts geplant. Ich habe hier nur spontane Ideen, so wie halt immer. Und man hat ja bereits gesehen, worauf das hinausläuft. Ich dachte schon. So. Soll ja nur ein kleines Häuslein werden. Das ist nämlich so der Gegensatz von klein, deswegen wird es nichts Großes. Dann könnte es ja nicht mehr klein sein, wenn es groß wäre. Ja, auch Trash Talk gehört zum Trash Play, aber wenn nicht, macht es das Trash Play sogar aus. So. Weg damit. Wenn ich mich nicht irre, ist das das Undertale-Cover. Ich habe ja Undertale erst seit gestern im Besitz. Und deswegen. Na gut, ich kenne mich mit dem Soundtrack schon ein bisschen aus, aber das übersteigt doch da noch ein bisschen mein Wissen. Düp, düp, dü. Ach, so langsam, wenn man doch die ganze Zeit Schnee um sich hat, dann wird das langsam was mit der Weihnachtsstimmung. Aber ich habe ja außer einen Tag noch keinen Schnee gesehen dieses Jahr. Das ist traurig. Das hat mir so richtig die Stimmung verdorben. Eigentlich hätte ich mir jetzt noch einen heißen Kakao machen müssen, so richtig krass mit Zimt oder so ein Shit. Ein paar Lebkuchen hingestellt, mein Zimmer. Irgendwie dann so eine Invasion von Schoko-Weihnachtsmännern noch dazu und dann, dann wäre es losgegangen. So. Ich frage mich auch, was ich mit dem Haus im Endeffekt anstellen möchte. Denn das ist ja jetzt echt nur für das Weihnachtsspecial mal schnell hingewurschtet. Oh, da hinten ist ein Baum, den schlachte ich mal schnell. Ich hätte mir das Holz eigentlich mitnehmen können. Oh, Schafe. Komme ich hier gut wieder hoch? Irgendwie? Hier so an der Seite, wa? Och nee, nicht schon wieder Monster hier. Doch nicht an Weihnachten. Lass mich doch in Frieden. Ein bisschen Kohle. Habe ich die Kohle dabei? Hier war Inventar. Ich bin verwirrt. Ein paar Bäume mit. Oh, ein Hoppelhäschen. Mümmelmann. Renn, renn, Mümmelmann. Besser.
schlachten sollen. Moment, ich schlachte schnell ein Schaf oder habe ich die Wolle noch von den anderen Schafen? Schnell ein Bett. Oh, ein bisschen helles Holz noch dazu. Ist zwar kacke, aber naja, ist egal. Hier, dich wollte ich noch. Ich muss mich jetzt echt beeilen, scheiße. Muss ja da wieder hoch. Sonst artet das so aus wie in dem anderen Part da. Wie vierte waren das? Der 22. Der 40-Minuten-Part? Keine Ahnung. Ich verfolge doch meine eigenen Let's Plays nicht. Schnell, schnell. Aua. Na los, los. Nein, ich höre sie schon. Fuck, da ist eine Höhle. Oh nee. Bitte nicht. Weg. Wo? Nein. Ah. Oh nee. Lass mich. Lass mir meine Weihnachtsstimmung. Nein. Fuck. Ui, das war ein knapper Sprung, glaube ich. Weil ich schon den Boden unter meinen Füßen weggehen gespürt. Habe ich mir ein paar Fackeln mitgenommen? Ja, so sieht's nämlich aus. Schnell mal Revier markieren. Da fällt mir gerade auf, das hier muss noch weg. Weg damit! Nein. Ha! Du kommst hier nicht hoch, Versager. Tja. Ach, Crafting Bench hatte ich mir auch nicht gemacht. Tja. So vorbereitet bin ich. Das passiert, wenn man alles spontan macht. Das Bett bringt mir letzten Endes aber auch nicht viel, wenn ich nicht schlafen kann, wa? Ich guck mal. Die stöhnen mir jetzt zwar noch so die ganze Zeit ins Ohr, aber eigentlich... Eigentlich bin ich halt so geil, dass ich schlafen kann. Tja. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt wird's krass. Bin mal gespannt, wann der Ninko das Lied erkennt. Ich hoffe natürlich sofort, wenn es markant wird. Das habe ich extra so rausgesucht. Hier kommen da so Fenster. Fuck. Oh Mann, Alter. Das ist der Nostalgie-Schub, dieses Lied. Das ist unglaublich. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Dieses Lied ist der Shit. All diese Erinnerungen, die damit verbunden werden, das ist schon krass. Genauso krass ist es, dass ich gleich nochmal runter muss, um ein bisschen Sand zu holen, den ich schmelzen kann. Aber ich werde, glaube ich, jetzt eh nur den Anfang machen von diesem Haus. Weil wiegen. Oh, genau, ich mach so eine Treppe hier hoch. Ist noch aus Holz, aber. Aber eigentlich so. Ich habe ja noch ein paar Sachen hier. Einmal ganz lecker Schmecker hier. So, so. Und so.
Und... Nein, das war falsch. Das war falsch. Nein, zurück. Och, hier könnte ich die Tür reinmachen. Oh, das wird geil hier. Nein, falsch. Nein, falsch. 1, 2, 3, Zauberei, weg damit. Doch noch eine Stufe höher, oder was? Eigentlich schon, wa? Wird halt so ein richtig krasses Haus hier oben. Vielleicht ziehe ich dann sogar hierher, damit ich endlich mal ein neues Gebiet habe fürs Trashplay. Man muss sich auf die nächste Season vorbereiten. Und das ist halt gerade hier die nächste... Also die Vorbereitung, das ist noch nicht die nächste Season. Falsch. Das hier wird nämlich zu Stein. Rein! Ja, ja, ja. Weg damit. Oder es wird hier einfach nur so ein ganz offenes, offen gehaltenes Ding, wo ich dann hier einfach nur so meine Sachen mache, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Gut ist, ich kann von hier aus schön den tierischen Tower sehen. Das ist schon mal etwas. Jetzt hat die Musik dreht jetzt richtig am Rad. Ich habe ja noch dieses Helleholz hier. Reicht denn das? Sehr. Ja, dann. Das reicht perfekt, glaube ich, wa? Das so nach auszufüllen. Das ist halt so das andere Holz. Mal gucken. Ich bin gespannt. Machen wir mal so. Ach ja, mal wieder ein bisschen im Haus rum. Haus rum Werke habe ich auch schon ewig. Ja, das habe ich auch schon. Nein, so, danke. Das dürfte der Nico doch hoffentlich auch kennen. Das ist scheiße hier, das geht mir ins Gesicht, wenn ich da hochgehe, wa? Oder? Ach, naja, lassen wir so. Ich mach da einen Glasboden rein und erstmal nur so übergangsweise das helle Holz. Will ich sehen. Ich brauche erstmal Glas. Das ist, glaube ich, gerade mein größtes Problem. Habe ich wenigstens noch Essen? Ja, na klar. Hammelfleisch ist immer bereit, Alter. Das Hammelfleisch kann man sich verlassen. So ist das nämlich. Nicht verzagen, ans Hammelfleisch schlauben, dann wird alles gut. Eigentlich müsste ich ja hier noch... Der müsste aus Stein werden, wa? So Kabel. Oh! Oder? Alter, jetzt kommt hier noch so ein Balkon hin. Jetzt wird's krass. So, so, so. Hahaha, ein Balkon soll es sein. Wie mache ich denn das am besten? Dann so hier. Das war die falsche Taste. So. Genau. Dann stehe ich mich nämlich hier auf und dann wupp. Dann wupp. Schubdawupp, weg damit. Was zum... Da hatte ich aber gerade einen Knick in der Optik, Alter. Ui, ui. Oder müssten das... Nee, Holzsäune ist schon richtig, wa? Nein! Was verstehst du an weg damit nicht?
No. Wunderbar. So muss das sein. Nein, das was ich jetzt vorhat, das war jetzt richtig retarded, Alter. So. Hier noch schnell eins hin. Und da noch eins. Ha. Was ich hier gerade tue, ist auch schon wieder so sinnlos, keine Ahnung, aber. Ist das nicht eigentlich das, was Minecraft ausmacht? Oder doch eher das Trashplay? Fast. Jetzt bin ich gerade einen Schritt zu weit nach vorne gelaufen. Ich habe mich eigentlich schon runterfallen sehen. So. Haha. Aber ich würde sagen, das war's auch schon. Moment. Ich habe ganz vergessen, dass das Lied in der Playlist war. Da habe ich ja doch noch ein bisschen Zeit. Ha! Wenn ich doch nur noch wüsste, was ich jetzt gerade machen wollte. Ja, das mit dem Lied müsste der Nico ja auch vertraut sein, nicht wahr? Mr. 14 Punkte. Oder wie waren es? 14 waren es, glaube ich, wa? Wenn ich musste mich korrigieren, natürlich. Ich packe ich mal hier weg. Dann geht das nämlich so rein. Rein! Oder halt raus. Ist auch okay. Tja. Wir haben jetzt eine Grundlage geschaffen. Und da Weihnachten ja die Zeit des Wünscheerfüllens ist, würde ich sagen, überlasse ich euch in den Kommentaren, was das hier werden soll. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Was soll ich hieraus machen? Aus diesem Konstrukt. Ich habe den Grundstein gelegt und ihr macht jetzt irgendwas draus. Ja. Dann kommt die Fackel von da oben, glaube ich, weg. Oder? Ich habe noch ein bisschen helles Holz, dann packe ich da eine helle Tür rein. Ich brauche irgendwas Markantes, damit ich das wieder finde. Oh Gott, sieht das ätzig aus. Vielleicht mache ich hier auch die Jazz Lounge draus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut, dann werde ich jetzt erstmal wieder gehen. Oh, guck mal. Die Sonne geht auch schon unter. Ja, klein und versteckt da hinten. Ich muss erstmal wieder was essen. Nee, so. Frohe Weihnachten! Oder eher frohes Neues? Keine Ahnung. So bei, wenn so Sachen in die Luft gejagt werden, denkt man ja immer so an frohes neues Jahr. So. Oh fuck. Es wird schon wieder knapp hier mit der Zeit, aua. Rennen! Ich will nicht schon wieder bei der Brücke weggesniped werden. Darauf habe ich jetzt gerade nicht so Bock. Und der Endspurt! Ha! Hinein! Ein! Fuck! Moment. Frohe Weihnachten! Moment, was? Hat die Kuh Selbstmord begangen? Das ist aber kein tolles Weihnachtsgeschenk. Hey, was ist hier so scheiße? Na gut. Ist ja gut. Ich hab verstanden. Alles klaro. Message angekommen.
und durch. Fuck. Bisschen. Nein, 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 nein! Ich sollte nicht länger als 30 Minuten spielen, das geht nicht gut aus. Aua, aua. Scheiße. Leichtfüßig über den Berg. Aua. Nee, guck mich nicht an. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ui. Wieso sind es eigentlich immer die Skelette, die mich fertig machen? Aua. Na gut, eigentlich hat mich gerade eher die Tür abgefuckt als das Skelett, aber egal. Nein. 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 Immer diese scheiß Sniper. Ist das Skelett jetzt zu mir rein in die Wohnung, Alter? Hätte mich da so krass überrascht, als wäre es gewesen. Hab ich alle? Ey. Was für Geräusche, Alter. Der marschiert da lang, Alter, mit seinen... Ja, gut. Da würde ich sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Nein, nein, frohe Weihnachten. Sagt die Walnuss so. Wieso brennt denn der nicht? Ey. Gut, ich hab verstanden. Ich bleib schon im Haus drin. Gut, da würde ich sagen... Ich bin Siano257 und frohe Weihnachten und dann auch bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.